Ah. Okay, dann ist gar nicht so gut, wie ich erst in meinem Kopf mir das vorgestellt habe. Dann sechs, es stackt sechsmal. Und sechs Outstacks kriegen wir schon hin gegen Mundo. Ich habe erst gedacht, das war pro Champion, aber das ist nur pro Auto-Attack. Das kann doch gar nicht stimmen. Das ist doch zu viel, Attack Speed. 90% auf Level 1 schon? Das ist einfach zu crazy. Meine Q stackt nur, wenn ich kein Minion davor getroffen habe, wenn es funktioniert wie mit Yasuo auf jeden Fall, die auch nicht Effekte des Qs. Zum Beispiel, da hat meine Q nichts geprockt, weil ich davon Minion getroffen habe. Der Ornette-Effekt ist schon davor verwertet. Muss quasi die Q treffen, um davor einen Minion getroffen zu haben. Auch mit Rap-Buff und so genau das gleiche. Ja, die Frage ist dann, geht man überhaupt so viel Attack-Speed auf Yone? Weil du musst ja gar nicht. Du hast ja so viel Attack-Speed von deiner Rune, dass du eh alles hochgestackt bekommst. Kannst wahrscheinlich so Legend Bloodline gehen oder Blood Tenacity oder sowas. Ich bin so Minion-blockt, voll geil. Q-Flash mit Auto-Attack, aber leider nicht ganz gereicht. Wenn ich es ein bisschen früher mache und er nicht seinen Pot schon drin hat. Aber ich habe da schon ziemlich crazy Attack-Speed gerade die ganze Zeit. Ja, braucht man denn überhaupt so viel Attack-Speed auf Yone, oder? Weiß ich gar nicht. Mich greedy zu stainen, wenn ich keine Info auf Z habe. Wenn der Z jetzt nice ist, kommt er nicht top lane. Weil wir wollen hier beide Limits testen. Also jedenfalls ich will das. Weiß ich, was Mono will. Ah, ich kann nicht die Kelly mit dem blocken. Die mich zu viel Leben kosten. Okay, wir limits testen. Ja, der Attack-Speed sah eigentlich ziemlich gut aus, oder nicht? Hat sich aber gut angefühlt. Oh. Unlucky. Da geht man über Boots? Wahrscheinlich, also Boots wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber. Ja, der Attack-Speed ist halt schon easy drin. Brauchst du ein bisschen grundlegender Attack-Speed, damit du den Text in anderen Attack-Speed bekommen kannst, so? Wenn das Sinn ergibt. Prozent. Capstone Uptime. Habt ihr da gerade gesehen bei dem Trade, wie viele Textbild ich hatte? Aber wenn wir hier gefightet haben, ob ich da alle Stacks hatte und wie viel ich hatte insgesamt. Hast du jemand gesehen? Ich habe obviously gefightet, ich habe nicht drauf geachtet. Ich nehme an, dass ich voll gestackt war. Ich weiß nicht, wie viel das war.
1,35. You're not bad. Upsa, ne? Ja, brauchen auf jeden Fall einen Pyrrhic Scepter. Oh fuck. Ich muss seriously aufhören, alle Skillshots zu tanken, Mann, meine Güte. Pete warnt, ich benutze mir jetzt mal so. Ziemlich scheiße von mir, dass ich da alles getankt habe. Oh, coole neue Pinkwort-Animation. Dieser Schockwelle. Ich stelle mir so Virelia auch ziemlich gut vor. Das ist halt leichter, die Stacks zu bekommen, einfach auf den Gegner raufzudashen und damit mit Stats zu gewinnen. Muss halt so ein On-Hit-Bild spielen. Woods End, Blade. Oder so nicht bad. Schon viel Attack Speed für meine Stacks. Eine Ult bekommen. Boah, so ist popping off, Mann. Nice, nice. Ich überlegt, ob ich Q flashen soll, aber ich dachte mir auch, dass Gravesold reichen würde. Mit meinem E mindestens. Ich habe eigentlich gehofft, dass Gravesold nicht genug Damage macht. Dass mein E dann quasi den letzten Ticken Damage raushaut, aber. Gut, macht genug Schaden. Vielleicht dann nicht Q flashen muss, so wie davor gegen Mundo. Ja, das würde ich mir halt die Frage, die sich mir stellt, ist halt, wie viel Attack Speed ich wirklich gehen sollte. Also, I don't even know. Weil meine Q ist ja trotzdem auf 1,33 gecapped. Also, ich habe jetzt schon meine maximalen Q-Cooldown, wenn ich nur zwei Auto-Attacks habe. Drei Stacks oder so, wird schon reichen. Ja, wahrscheinlich gehe ich trotzdem nicht nochmal ein Mortal Reminder Build. Aber wie gesagt, vielleicht muss man dann, man kann immer noch die gleichen Items kaufen, aber vielleicht einfach andere Runen gehen, oder nicht? Einfach Bloodline oder Tenacity. Statt Attack Speed. Brauchst du dir 18% Attack Speed dann nicht mehr, wenn dir Lethal Tempo 90% gibt. Meine Güte, 90 fucking Prozent. Boah, kann ich aufhören, von all diesen Skitschuss bekommen zu werden, Tolkien, Leute? Hi,
right now, brother, but at world's end, where will you be? Nice, nice. Hatte ich mit dem gestackten Q gerechnet auf Grump oder was? Ja, der Tech-Speed ist halt wirklich crazy. Und Tech-Speed ist auch cool am Reaction of Yone, also. Wahrscheinlich sollte man gar nicht. Oh, what the fuck? Er hat schon wieder TP, ne? Kann ein Platinum und raus. Ah, bevor er zurück TP't. Eingehauen, Bro. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Da müssen wir auf die Yone-OTPs warten. Ich bin ja nicht mal ein guter Yone-Spieler. Wenn die Yone-OTPs dann in so einer Woche oder so rausgefunden haben, wie viel der Text man wirklich braucht, falls Lethal Tempo der Weg zu gehen ist, dann ist das gute Info. Ups. Ich bin jetzt auf 1,951 Stack und ich bin max-capped. Ach, ich hätte den Turm schon tanken sollen, während ich noch in Reichweite war. Während mein Schild noch nicht ausgelaufen ist quasi. Nice, Dolkinloy. Ey, man wird die Krabbe bereits auf basically einem HP. Was das Schild betrifft zumindest. Interesting. Ah, ich werde dafür nicht ult, während er noch Passive up hat und ich keinen Q-Stack. Ja, es sieht eigentlich nur Sinn für die generierten Play auf mich zu machen. Seit der über die Wand dash kann mich auch straight one-shotten. Ich habe noch keinen Shieldbow. Bin relativ squishy. Ja, du musst halt wirklich Auto-Attack, ne? Ich glaube, es ist sogar schlecht zu ulten. Ja, das ist tragisch, dass er diesen wunderschönen Sidestep gemacht hat. Ja, also es ist halt wirklich wild. So viel Attack Speed. Und auch die extra Auto-Attack-Reichweite ist halt nice. Also ich würde halt legit Zeit verlieren, wenn ich ulte. Zeit, die ich für Auto-Attacks brauche. Will ich jetzt wirklich mehr Attack Speed kaufen? Ich meine, normalerweise wäre das jetzt hier der beste Bild. Aber ich brauch's ja nicht, oder? Heal Reduction ist auch nicht so gut gegen Mundo. Komplett overrated gegen Mundo Heal Reduction, seitdem er Max Health bekommt. Der Bonus Health von seiner Ult. Aber ich kann einfach straighter I. Wow, Riot Games? Wen wollt ihr gerade verarschen? Huh? Habt ihr gerade Mund oder mich verarscht? Weil der wollte doch auch nicht auf mich rauflaufen. Ah, so geil. Ey, guckt euch die Kacke an. Einfach Auto-Attacken. Legit. Einfach Auto-Attacken. Ist der Mundo. Ich kann ihn 100 to 0. Unterm Turm. Er hatte Passive ab und alles. Ah, hör auf mich abzunerven. Er hat mich jetzt dreimal getötet, der Typ. Und er hat ein einziges Mal einen Assist bekommen. Hör auf mich zu nerven, Sid. Ich bin hier am Limits testen, okay? Ich muss gucken, wie stark mein Champion ist. Weil der Zed nervt. Ich kann dadurch so gut herausfinden, wie stark mein Champion ist, wenn ich, ja, wenn gefeedete Jungler mich permanent bedroht. Was ist das für ein Item? Bimbo Winter. Mhm.
Das sieht am Shutdown aus. 600 Gs. On to the next case. Der Flash Autotech für den Slow. Und so nass E-Stack, not bad. Ja, war das immer. Er kriegt ein Schild, wenn er mich eht. Gute Games. Gute Stimmung. Vielen Dank für den fünften, Jerry Jonah. But you're really making me sad, Zed. Like, come on, man. Ich bin gerade das zweite Mal Kassel in die Begegnung, nachdem ich ihn einmal Midlane getötet habe. Hab den viermal gesolo-killed und vier Deaths hat ein einziges Assist bekommen. Please, let me play the game. Need to test some limits. Warum ist das jetzt hier so eine Stopwatch-Anzeige? Werden gerade die Shutdowns berechnet, oder was heißt das? Seht ihr das da unten? Unten rechts bei der Minimap, meine ich. Hier. Gerade so eine Timer-Anzeige. Für was? Ja, es werden Shutdowns. Okay, I see. Jetzt sind Shutdowns live. Okay. Ich hatte gerade was über Soraka gesagt. My girl. Wenn dieser Set jetzt schon wieder Botlane ist, ne? Vielleicht gewinne ich ja Runde, wenn ich einfach Auto-Attacke mit Shieldbow ab. Vielleicht doch nicht, er ist ein Jungler. Nächsten Shutdowns werden freigeschaltet. Er ist einfach drei Level über meinem Jungler und mein Jungler fährt meine Wave. Fantastisch, danke Bro. Hopp! Get fucking bopped. You also got popped. Ich bin ehrlich, es fühlt sich echt scheiße an, keine Attack Speed zu haben, wenn du keine Decks hast. Ja, aber gut, für den Turm zu gehen. Aber wenn ich keine Decks habe, habe ich halt echt kaum Attack Speed. Ah, er hat den 1000 Gold Shutdown bekommen auf Kastin, ich habe den 750er Shutdown bekommen auf Zed. Major Stacks geholt. Ain't that bad. Ja, was gehe ich jetzt einfach Death's Dance? Ich brauche keinen Mortal Reminder. Also nicht zwangsläufig. Ich glaube halt wirklich, diese 80% der Textbits sind ziemlich useless. Aber weg damit. Dann. Kannst du nochmal ein Item mitgehen und hast bessere zweite Runenwahl. Wits End meint ihr? Wits End klingt fucking boosted. Aber ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist einfach Bloodthirster the way to go. Bloodthirster, Death's Dance. Ich denke, alles gute Optionen, no? Sein Damage ist, nicht zu verachten, sag ich mal.
Alter, der Bloodthirster das. Okay, Graves. Aber, I guess 3x0, aber keiner hat Follow-up. Was nicht mal gut war. 3x0 macht dann noch nichts, wenn ich mich einfach alle hitten dürfen und mein Team nicht hitten kann. Ja, auf jeden Fall Toplane gestompt und alles. Wäre ganz gut hier zu testen auf jeden Fall. Fühlt sich auf jeden Fall nicht bad an die Rune. Ja, mein Team verliert halt zu hart. Der Kassadin ist ein bisschen strong, ist richtig, ja. 3000 HP, not bad. Das Ding hat 2k Damage geblockt. Und das hat nochmal 1000 Damage geblockt. Er hat 3000 Leben und Items, die 3000 Damage geblockt haben. Ja, not bad. Sagt man dazu, glaube ich. Not bad. Also halt wirklich, ich habe 1800 Leben. Aber mein Schieber hat auch 2k geblockt, not bad. 2,5k, Entschuldigung. Weil ich habe auch keine 11 Kills, so wie der Kassadonia. Er ist gerade zurückgepeat. Ja, mit Schildbo würde ich jetzt den Fight hier suchen, aber ohne Schildbo bin ich halt One-Shot, ne? Also ich bin halt wirklich One-Shot. Einfach Spirit Visage. Spirit Visage nach Bloodthirster. Ich habe gerade mein gesamtes Team getötet. Not too shabby, gell? Ich hoffe, er hat Spaß. Ich habe nämlich keinen. Ganz geil. Ganze Game von Zed getötet. Einfach Kassadin. Ja, das ist unser Nexus. Aber Zed, geh doch einfach weg. Geh doch einfach woanders hin. Like, this game is over. Let me at least try. Was eine blöde Sau, nicht wahr, Twitch-Chat? Nee, man muss ja alles versauen. Sucks. GG. Auf jeden Fall ziemlich stark angefühlt. Und wie es auf Irea ist oder so.